Yo, so we are living Chemnitz. Karl Marx Stadt. Everybody know the history is in a Chemnitz. Karl Marx Stadt. Everybody know the history. Yo, everybody, this is Abba Manila from Kokai Motor Channel. Ich habe heute ganz besonders Besuch, also hier. Viele von euch kennt noch nicht die Jungs. Sie sind das so Hammer, richtig ganz cool. Wie kann ich das noch mehr sagen? Also ja, Bright Brothers for the first time hier in Chemnitz. Kennt ihr die Gruppe? Ich lasse das ja in Ruhe, dass ihr die Geschichte von Bright Brothers erkennen oder hören, verstehen. Also wer sind die Jungs? Was macht die Jungs eigentlich? Also ja, ey, wer du bist eigentlich? Yo, ich bin Tiger Mike. Leider kann es nichts auf Menschen geben, die versuchen zu verstehen, was die Social Media sehen. Sie versucht auch zu fischen, lass sie sich dabei erwischen. Aber hör doch, ich hab gelernt, euch Wichser zu ignorieren, nicht interagieren. Ja. Was soll ich sagen? Wie heißt du? Ich bin der AZT, ich bin Razu Tamang und ich komme aus Nepal. Direkt aus Kathmandu! AZT! Jai Nepal, Namaste! Sayo Hazam, es gibt die Bavana West! Sundara Satan Nepal, Mero Des! Mati Bumi, Buddha, Jame Kodes! Ihr habt ein Jatori, Torko, so des Hira, bitte, Sibir! Ja, Mann, Respekt, ja, Respekt. Ja, ja, und wer bist du, ja, King? Mann. Oh, Chillo, Smokey, yo. Man sagt, man soll der Gesellschaft sein Teil beitragen, aber bitte, was will man in so einer Scheißgesellschaft haben? Arbeiten, drehen, das ist so mein Berufsstep. Move in die Groove, place, Bugs, Flow zum Groove. Go, 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 jetzt kommt zur Antwort. Yeah. Also wie gesagt, ihr habt das so die Jungs schon gehört. Der King Tama. Huh? Tiger Mike. Tiger Mike. Und der King AZT. Und der King Ozero. Ozero. Ja, Mann. Ja, Mann. Erzähl mal euch kurz über euer Projekt, ja, weil ihr kommt, dass ihr überall die Leute sehen, im Fernsehen, Radios, hört nur so, ja, Bright Brothers, ja. Seit wann das ergibt euch? Naja, also wir machen das jetzt ein Jahr lang. Wir haben einfach vor einem Jahr gesagt, so die Musik, die es jetzt so gibt oder das, was sie jetzt aus dem Deutschrap machen, ist nicht mehr so ganz das, was unserem Standard entspricht quasi, und deswegen haben wir einfach uns dazu entschlossen, zu rappen. Ja, ja, Mann. Wir haben vor einem Jahr jetzt angefangen, hatten jetzt unser erstes Debüt, ja, unseren ersten Mann. Auftritt zu Silvester, bei Silvester am Rausch. Ja. Yes, yes. So läuft das. Und hier von Nepal nach Chemnitz. That's right. Yes, das ist so weit weg. Das ist so weit weg. Niemand kann das sehen. Denkt, man, wir haben so international Leute in Chemnitz. That's right. Ist immer absolutely. So, ja. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, wir haben mal in Schule kennengelernt, wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht und ja, damals haben wir kennengelernt halt so miteinander und ja, wir sind halt alle gerne zu Musik machen, yes, halt, und haben wir einfach zusammen gemacht. Und wie ist die Idee gekommen? Wie war das? Die Idee? Ja, Mann. Oh. Erste Mal so, ja, euch kennengelernt und dann, wie war das? Kannst du ein bisschen erzählen? Zu sagen, ihr seid alle in einer Klasse. Also, Bruder, yes. Also, die Wahrheit ist, wir saßen vorne zu dritt in der Klasse. Ja, Mann. Das Teufelsdreieck, Mann. Und eines Tages, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich wusste schon, dass da was abgeht. Und ich habe ihn gefragt. Jungs gefragt, ob die Bock haben, Mucke zu machen. Und yes, yes. Teig meinte nur yes. Yeah, yes. Mein Leben lang will ich das schon. Ich hatte es nur vergessen. Yes. Und dann hast du ja, also das heißt, in euer Projekt, hast du ja, singt ihr drei verschiedene Sprachen, oder? Ja, ja, ja. Nepalesisch, Französisch, Deutsch. Ja, Englisch, naja, das müssen wir noch ein bisschen ausreifen. Also, ich werde wahrscheinlich nicht Englisch rappen, weil man hört es raus, dass ich ein Deutscher bin. Yes, Mann. So, wie habt ihr so vorgestellt, dass du dieses Jahr, neues Jahr 2020, was habt ihr so vor? 2020 ist Bright Brothers Jahr. Yes, Mann. Ja, Mann.
Also Leute, wie gesagt, dass ihr, pass auf, das heißt, wenn ihr wirklich die Jungs live sehen möchtet, nicht vergessen, am 22.08. bei Karl Mixer Mobo Festival hier im Arthur. Sie werden dort also live spielen. Was sagt ihr für Publikum jetzt hier? Was sollen die also von euch erwarten, wenn die also in euer Outfit jetzt taucht? Natürlich nicht die Tücher vergessen, ne? Handtuch. Ja, was? Also, was könnt ihr erwarten? Also, wir wussten bisher, um ehrlich zu sein, gar nicht, was man so richtig von uns erwarten kann nach unserem Auftritt. Und Leute, es wird heiß. Es wird heiß, Mann. Und natürlich, also, ja, die Projekt Kukai Motokacha Center freut sich so sehr, einfach also, ja, zusammen mit euch zu arbeiten. Was könnt ihr noch was empfehlen für alle anderen Lepers hier in Chemnitz? Über unser Projekt, also alles, was wir auch machen. Was ist es hier? Was wir empfehlen können? Ja, Mann. Also wir werden jetzt auf jeden Fall eine Menge starten mit Abba Manila. So. Das solltet ihr euch reinziehen. Das wird auf jeden Fall auch eine ganz miese Sache. Sehr instrumental, sehr viel mit Instrumenten halt. Future, so vielleicht steigen wir gemeinsam mit der großen Band auf die Bühne. Boom, live! Auf jeden. Ja, und dann ist noch ganz wichtig, die Jungs von CYL, die uns auf jeden Fall 2020 mitbegleiten werden. So. Wir große Props, zusammen, große Props an CYL auf jeden Fall. Auf jeden, das sind Hammer-DJs aus Chemnitz, von denen gibt es auch noch nicht so viel zu sehen. So. Die werden aber auch dick ins Geschäft mitkommen, auf jeden Fall. Also habt ihr eine Website, wo ihr vielleicht so ja irgendwie die Leute empfehlen könnt, dass das so ja. Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so unterwandert, was das Internet angeht. Ich habe mich jetzt aber versucht auf Facebook und ihr könnt uns auf Facebook finden unter Bright Brothers oder @brightbrothers 091 oder so. Ja. Zieht euch das rein, zieht euch den Auftritt rein von Silvester auf jeden Fall. Die 27 Minuten kann sich jeder geben. Ja. Soweit. Also wie gesagt, also, ja, ich freue mich auch, den Namen sich, also, ja, Bright Brothers, das ist unglaublich, also, ja, das ist sehr clever. Wer hat das also gedacht, dieser Name von euch? Also, wie kommt die Idee denn? Also, erzähl du, das ist deine Geschichte. Das ist meine Geschichte. In eurer Geschichte. Ja, ja. Ich sag mal so, es gibt so viele Leute, die machen sich übelst den Kopf, so, yes. Weißt du, was sie machen, was sie schreiben und wen sie was schreiben oder was und wie sie auf andere wie andere auf die reagieren. Ich sag mal Leute, scheiß drauf, wenn euch was Geiles einfällt, dann macht es einfach ohne Scheiß. Ja, Mann. Bright Brothers. Tja, wir waren bei ihm im Wohnzimmer. Und ich hab zu ihm gesagt, Moment mal. Wir können uns doch jetzt nicht Bright Brothers oder so einen Scheiß nennen. Weil so von wegen breite Brüder, das war ein bisschen dämlich gemeint, aber im Nachhinein betrachtet ist es sehr, ja, doch sehr durchdacht eigentlich, dieser Name. Ja. Triple Bedeutigkeit auf jeden Fall. Yes, yes. Eine dreifache Bedeutung hat es mindestens. Ja. Jeder kann so sein eigenes Ding da rein interpretieren, wie er möchte. Ich bin also richtig, also ja, sehr begeistert mit euch und ich sage also Leute, bitte schau mal so ja, die Bright Brothers in Facebook oder YouTube oder Instagram oder so ja, komm einfach an unsere Website www.kukaimoto.de, da könnt ihr so ja alles erfahren also bei den Jungs. Wir freuen uns also ja, dass die Jungs jetzt am Start sind und natürlich also ja, wir haben auch große Erwartungen von den Jungs. Wir werden zusammenhalten und unsere Stadt Chemnitz präsentieren. Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Everybody knows the history. We sind der Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Everybody knows the history. Ja, Mann. One love, man. Respekt vor. Jo, danke nochmal. Das war so cool, dass wir mit euch in diesem Gespräch. Respekt vor, okay. Man. Ja, man. Viel Erfolg. Yeah, yeah. One love. Ja, man. Cool. Yes.